Hallo und herzlich willkommen zurück zu Top of Flop mit mir, dem Soli. Und heute geht's an Fortified. Und ich weiß nicht, was das ist. Kein Stück. Deswegen starten wir einfach mal. Solo. Coop Public. Coop Invite Only. Find Game. Wir machen Solo. So, wir können Charaktere auswählen. Einmal Captain, Rocket Scientist, Agent und Spaceman. Was haben wir denn hier? Military Leader Access ist bla bla bla. Eine Battlefield und SS hat die meisten Waffen, okay. Heroic Power Born Leader. Captain comes in vulnerable artillery strike and busts all allies. Increasing their damage! Yes, Mikey! Okay. Rocket Centers becomes an fast and has unlimited ammo. Fast moving, hard hitting explosive expert. Klingt schon mal gut. Agent. Spies equipped with the deadliest weapon and structures for dealing with large enemies. Okay. And deals more damage with weapons. Okay, on the spaceman. Controlling and manipulating margins. Okay, es juckt mich schon mal nicht. Spaceman becomes a runner and creates a large bubble. Okay, es juckt mich jetzt auch nicht so. Aber ich probiere den mal aus. Rocket Scientist. Campaign, normal, Level 1, Easy Street. Ja, passt. Wie starte ich das? Wie starte ich jetzt? Okay. Ready. Start. Please. Armory. Muss mir was aussuchen. Ja, es ist super. Ich kann auch nichts anlocken. Ja, kann ich starten? Ach da, ready. Ah. So, ich weiß immer noch nicht, was das Spiel für ein Genre ist. Man kann schießen. Ein Shooter? Aber was soll das für ein Shooter sein? Was schieße ich da? One year ago, when the UFOs appeared in the sky, it became clear that humans were not alone. It was the dawn of a new era, until the Martians attacked. This could be the beginning of the end for the human race. The American military has assembled a secret task force of great minds from across the nation to defend the Earth against the marching metal menace from Mars. Can they succeed? Will they be able to save the Earth from inevitable doom? Rumors have been circulating of an intrepid young scientist that has been recruited into the task force. Rumors full of ridiculous claims that she soars through the skies with a rocket strapped to her back. The people have taken to calling her the Rocket Scientist. Is she capable of saving the Earth? Or is she just an illusion of false hopes? Only time will tell. Only time will tell. Okay. Bin ich und die Maus sind ein bisschen hart. 400 DPI schon besser. So, press F to choose loadout. Ja! Ich will nur die Wahl, ne? Oder kann ich die nehmen? Spikey, was los? Jo, was los? Was ist los, mein Dicker? Jo? Also sorry, da geht es in den Karton. So viel Zeit nehmen wir uns jetzt einfach mal. At least two weapons and one structure must be equipped. Was ist das? Structure. Structure. Ach so, okay. Place a structure und Maustaste. Bin mir sicher, dass das nicht richtig ist. Achso, okay, ist das. Ach, ist das so eine Art Tower Defense oder was? Und die kommen hier lang oder wie? Kann ich das Ding irgendwie drehen? Rotate, ja. Hallo? Okay, also ich muss das beschützen, nehme ich an, ja? Okay, ich kann die auch auf der Straße platzieren. So Tower Defense mag ich tatsächlich.
Let's hope this works. Hab ich nicht mehr Geld? Wo sind meine Money? Da unten rechts und die kosten 450. Okay. Okay. Press A to start wave. Press H to start wave. Let's fly. Okay. Alter, wie zieht meine Waffe? Interesting. Wo sehe ich denn, wie viele noch kommen? Okay. Gab genug Dings? Das wird natürlich schwierig für mich, weil ich bin wirklich ein großer, ich würde schon fast sagen Fan von hier, ne? Dingsbums. Großer Fan von Tower Defense Spielen. Und ein Tower Defense schlecht zu bewerten, ist für mich schwierig. Ready for takeoff. Ja, ich mache euch alle weg. Ich brauche keine Tower. Was ist los? Ja, vielleicht doch. Aber, was ist mein Leben? Muss man warten, ich habe irgendwas auf Q. Oh lol. Einer kam auf magische Art und Weise durch. Okay. Is it over? Is it over? Gut, bisher, ne? Jetzt nicht so die Herausforderung. Aber ist ja quasi auch erst das Tutorial. So, die Spinner spawnen da drinnen, ne? Dann bilde ich mir noch mal eine zur Hälfte, zur Hilfe hier. Noch upgraden irgendwie, vielleicht? Nur sellen. Okay, na, let's fly, Mann. Aber reloaden. Ab geht's. Oh, die sind da drin geschützt. Schon schlecht. Okay. Reloaden, der eine lebt noch. Schieß hier bitte. Never mind. So, der hier vorne macht nicht allzu viel Sinn. Okay. We won. Victory, aber die hat mir jetzt tatsächlich nicht so gefallen, muss ich sagen. Anti-Tank Gun. Sticky Mine. Frage ist, kann man das auch schaffen, ohne selber mitzuwirken? Also, sind die Tower stark genug, um das selbst zu regeln? Ich würde aber gerne den Charakter switchen. Ich nehme mal den Captain. Ja, die hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Aber wahrscheinlich ist mein Charakter aufgestiegen und deswegen habe ich neue Türme, ne? Ja.
Gut. Wir können ja nochmal aus Spaß die erste Kampagne nochmal machen. Wobei, nee. Wir machen die zweite, wird schon passen. Aber wir nehmen den Captain. Wobei, wenn wir jetzt Anti-Tank brauchen. Na guck mal, mit ihm müssen wir sogar die erste spielen. Na komm, machen wir die erste nochmal eben. Ich hab gar kein Problem. Ich mag Tower Defense spielen, Leute. Was können wir jetzt skippen? Ich mag sowas, Leute. So, der rüstet scheinbar. Ups. Was gefällt mir schon besser? Machen wir so. 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 Auch noch ein. Und kein Geld mehr. Okay, dann, let's go. Und der hat also eine Pumpe. Aber ich kann die Waffe switchen. Kann ich ein bisschen bratzen. Schauen wir jetzt erstmal, was die Tower hier so bewerkstelligen. Okay, also die greifen die auch an, ja? So können sie die rein theoretisch kaputt machen. Nice job, soldiers. Now don't let your guard down. Ja. That should work right there. Ist doch ehrlich gesagt nicht so gut positioniert, aber go, go, go. Wird halt locker ausreichen. Ups. Also mal ein fetter Schuss. Okay, lustigerweise ist das wohl so. Das ist ein Laut, glaube ich, ne? Lustigerweise ist das, glaube ich, so. Ja, Crew ready! Okay, ja, was ich sagen wollte, die gehen down dann scheinbar. Und irgendwann stehen sie dann zwar wieder, aber bis dahin greifen sie halt nicht mehr an. Wisst ihr, wie ich mein? Ich kann tatsächlich noch einen platzieren hier so. Aber ich lasse die jetzt mal eben machen, ne? Ich stelle mich mal hier hinten hin. Mit der Pumpe. Und ich schaue mal. Schauen wir mal, wie sich die Tower machen. Ob die das soloen können oder nicht. Was man jetzt am anderen Tower sagen musste, die waren ziemlich zerstörerisch. Waiting for your order, sir. Aber das ist halt wieder die Sache, ne? Ernsthaft? Sackgesicht. Das ist halt wieder die Sache, da bräuchte man halt Kombi, ne? Gab es nochmal ein Spiel, da konnte man in-game auch immer switchen, ne? So, dass man alleine auch halbwegs gut spielen konnte. Das Spiel habe ich ziemlich gesuchtet. Wie hieß denn das nochmal? Auch so ein Tower-Defense-Spiel. Free-to-play, glaube ich sogar. Was ist das? Ja, ja, es ist ja gut. War ja nicht so eine Welle, war easy peasy. So, machen wir mal die nächste Kampagne. Schauen wir mal. Oh, hätte ich da drauf drücken sollen. Wäre es schlau gewesen. Habe ich die jetzt nicht mit. Doch. Oder nicht? Oh, hätte ich mir jetzt freischalten müssen, ne? Armory. Unlock Points, ja. Aber jetzt können wir starten. Ich nehme mal an,
Da man diesen Anti-Tank-Dings, dass hier auch schwere Geschütze aufgefahren werden. So, erstmal Lage checken. Man sieht hier, wie die Gegner laufen. Ja. Okay. So, nehmen wir. Habe ich leider noch nicht geunlockt. Wobei, ich weiß gar nicht, ob ich die Tank-Sachen jetzt schon brauche. Ah, die Minen habe ich ja gar nicht freigeschaltet. Okay. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich für den Anfang jetzt keine... Aber das hier ist ein Tank wahrscheinlich, ne? Warte mal. Wir werden mal ein bisschen anders investieren. Und zwar... kommt hier jetzt dieser Tank-Typ hier hin. Und wird dann erstmal geschützt. Hallo? Okay. Da geht, aber sonst nicht. Na gut, dann kommt er da vorne hin. Und der kommt dann dahin. Sieht ein bisschen verrückt aus, aber das wird schon passen, nehme ich an. So, dann let's go. Also ich muss sagen, ich mag Tower Defense an sich. Ich finde das schon cool, dass das ein Tower Defense Spiel ist. Aber ich habe doch schon sehr viele Tower Defense Spiele gespielt. Sehr, sehr viel gute und sehr, sehr viel schlechte. Gut, das Spiel ist auf keinen Fall schlecht, nehme ich an. Aber... und gut würde ich hier jetzt auch gerade nicht reden. Aber wir gönnen uns hier noch einen zweiten hiervon. Oder auch nicht. Nee. Not enough money! Oh. Aber sparen? Ja, komm her. Oh. Scheiße. Go! Den wollte ich ja nicht setzen. Verdammt. Kommt her, ihr. Wollt ihr Beef? Kommt zu mir. Apropos, ist ein bisschen laut, ne? Ob das schon besser ist? Ob das schon reicht? Mal schießen. Das ist immer noch recht laut. Whoa, wait, what? Wow, wo kommen die Kacke nicht her? Lol, jetzt kommen die alle hierher. Kommen die alle hierher? Wie habe ich das gemacht? Da habe ich aber ein bisschen geschlampt, ne? Muss man einfach mal sagen. Das ist schon ziemlich cool, dass ich Cover nie sagen kann. Und dann kommen die zu meiner Position. Das ist schon ziemlich cool. Nice job, soldiers. Now don't let your guard down. Okay, das ist zwar deren Position.
Aber ich kann sie jetzt halt hinschicken, wo ich Bock drauf hab. Deswegen zähle ich die jetzt mal nicht, sondern werde hier einfach nochmal oben nochmal ein bisschen Raketenpower. Und dann starten wir nochmal die Wave. Problem ist, sie kommen jetzt von beiden Seiten. Erstmal kommen die nur von hier, dann kommt her. Leute, Rückzug, sie kommt von hinten. Oder warte, ihr macht das da kurz. Tanke kurz. Unkonventionell mache ich das, glaube ich, gerade alles. Aber ich war am Anfang leider Brain AFK und habe nicht damit gerechnet, dass Waves von verschiedenen Positionen kommen könnten. Sehr unprofessionell. Ja, kann ich denen eigentlich wieder sagen, dass die auf ihren Slot gehen sollen? Gar nicht, ne? Schon verrückt. Da kommen ja hier noch ein bisschen mehr Kavallerie und noch hier von den Boys. A limit reached. Okay, easy. Go, go, go! Cover me! Naja, ich meine, das läuft doch ganz gut. Wollte ich gar nicht. Ernsthaft, Mann. Oh, Sackgesichter. Wow. Dienstantritt, gab's das mit einem Achievement? Was haben wir Neues freigespielt? Grenade Launcher. Anti-Air Cannon. Ah, deswegen, Chuppi, also Chuppi wusste schon, welches Spiel ich als nächstes spiele. Deswegen war er da ein bisschen gespoilert. Aber er war sich auch ehrlich gesagt noch nicht sicher, wie ich das finde. Ob ich das gut oder schlecht finde, das Spiel. Und ich mag Tower Defenses. Ich muss aber sagen, ich tendiere hier noch zu Flop. Weil die ich gespielt habe, halt schon wesentlich lustiger waren. Aber das Spiel ist halt echt nicht schlecht. Ne, da muss mein
Ja, muss mein... Ach so, das ist eine Waffe von mir. Greenhead Launcher. Ja, diese komische... Ah, ich hätte den aber... Warte. Nein, 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 nein. Lass das. Gern den. Waiting for your order, sir. Ja, ja, halt's mal. So. Dann R brauche ich ziemlich safe noch nicht. Kann ich 3 aussetzen? So, ja gut. Warum mach ich mir so ein... Nur hier kann ich nicht 3. Okay, also R brauche ich ziemlich safe noch nicht. Und ich werde von 2 Seiten bedient. Wir können hier rumlaufen. Dies, das. Wie mache ich das am besten? Wie decke ich das am besten ab? Pass mal auf. Wir setzen hier einen von denen hin. Dasselbe machen wir auch hier. Dann haben wir das ein bisschen weiter vorne gesetzt, zugegeben. Aber macht ja nichts. Und den setzen wir auch ein bisschen weiter vorne hin. Und das gleiche machen wir nochmal auf der anderen Seite. Und dann, ja, ist natürlich keine krasse Armee, die da steht. Aber mich gibt's ja auch noch, ne? So viel zum Thema, er kommt nicht. Alter, ich krieg Waffenswitch nicht hin. So viel zu, es kommt kein R, weißt du? Cover me. Cover me. Cover me. Cover me. Aua. Explodieren ganz böse Leute? Die. Bleib gefälligst hier. Oh, die Runde läuft ganz schlecht. Kann man Restart machen? Retry Map. Das war ein absoluter Flop. Also Anti-Air Tower machen tatsächlich schon Sinn. Kann ich nicht scrollen. Okay. Interesting. So, pass auf. Ja, sicher, sicher. Hier kann ich die gar nicht hinsetzen. Pass auf. Setze ich mal hier so einen hin. Hier einen hin. Mag verrückt, WTF. That should work right there. Sieht interessant aus, ne? Finde ich auch. Das schaue ich mir gerne mal an, was hier jetzt passiert. Kam halt tatsächlich einfach mal Air-Units, weißt du? Naja, Air-Units werden wir eh noch nicht brauchen, ja, auf der Map. Seufz. Gut, aber die machen schon einen besseren Job als die Soldaten. Back to base. Hold your positions. Ach cool. So macht man das also. Stand down, but stay sharp. So, ab jetzt kommen auch Boden-Units. Die Air-Units machen ihren Job. So lala, wenn man ehrlich ist. Rotaten wir die mal. Die haben gar nicht so eine hohe Range, so weit zu schießen. We need some
heavy artillery here. Naja, some heavy artillery. Für die Bodenunits stelle ich jetzt hier mal immer so einen Soldaten hin. Ja, ansonsten, ich starte jetzt einfach die Wave. Let's move out. So. Ich kann mal ein bisschen vorne mitspielen. Und ich erkläre. Oh, fuck. Ciao. Ist ärgerlich, nicht wahr? Eigentlich kann man das Areal hier super gut nutzen, ne? Da kommt schon wieder Nachschub bei sie. Schläger-Achievement bekommen. Nein, ich verabscheue Gewalt, ja. Das Schläger-Achievement nehme ich nicht an. So, ich behaupte jetzt einfach mal, die können sich denn schon irgendwie ein bisschen verteidigen. Nein, nein, nein. Hold your positions. So viel dazu, dass sie sich verteidigen können. Tja, das war ehrlich gesagt gar nicht so ein nice Job, Soldiers. Was ich sagen wollte, wie hoch ist die Range von den Dudes? Boah, wenn ich die Range hier voll ausnutzen könnte, ne? Wenn ich die hier reinstellen könnte, das wäre voll gut. Ich würde jetzt noch ein bisschen mehr auf R gehen. Rotaten wir hier mal ein bisschen rum, hallo. Okay. Selber wollte ich jetzt hier machen, aber das geht natürlich nicht. So, und sehr viel mehr geht da jetzt auch gar nicht. Oh nein, nein, nein. So, können wir nochmal hier, könnte man hier so einen heimlichen letzten Mann anheuern? Der hier so ein bisschen versucht abzufangen, was übrig bleibt. Ich muss aber sagen, mir vergeht schon ein bisschen die Lust, tatsächlich. Obwohl das ein Genre ist, was ich wirklich sehr gerne mag. Da sieht doch sehr solide aus. Nur Bodenunits werden halt absolut nicht solide sein. Der letzte Mann macht seinen Job, sehr gut. Der letzte Mann macht seinen Job, sehr gut. Ja, die machen tatsächlich ihren Job. Und die haben halt eine hohe Range hier, die Dudes. Wenn man einen Angriff durchkommt, kann passieren.
Ah, der letzte Mann macht einen richtig guten Job. Eine sehr gute Wahl. Sieht man denn irgendwo, wie lange die Wave noch ist? Nee, ne? Recht leise bei dem LP, ne, muss man sagen. Tatsächlich recht konzentriert. Oh, oh, oh. Aber man muss auch sagen, solche Spiele sind natürlich fantastische Idle Games. Ich meine, natürlich, zum Teil mag ich sie auch deswegen, ja. Also mit Wimmel bin ich mich ja gerade am anfreunden. Der Tower Defense ist halt echt ein Genre, was ich liebe. Muss man einfach sagen. Wo war's das bitte? Stand down, but stay sharp. Was? Nonna Wave? Kein Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Okay, die Air Guys haben einen guten Job gemacht. Ich brauche jetzt ein paar Artillery Boys. Und den hier. Zwei Stück können wir nur holen. Mal hier irgendwie so dazustellen. Und hier noch irgendwie dazustellen. Dann können wir noch hier ein Brazzi-Brazzi, können wir dann hier auch noch so zur Verteidigung, keine Ahnung, hier stellen wir da hin. Dann ist die Seite ein bisschen, besser gedeckt. Sind meine Waffen nachgeladen? Nee. Also weh, die kommen auf der anderen Seite durch, ja. Aber ihr wollt schon sagen. Ich hab keine Kosten und Mühen gescheut. Ich würde gerne aber auch wissen, wo ich meine HP sehe. Was bedeutet denn da dieses Area? Kann ich da irgendwas machen? Ja, die sollten das ja eigentlich so ein bisschen halten können, ne? Ich kann jetzt hier nochmal einfach nochmal einen raushauen, ne? Und die andere Seite müsste eigentlich ziemlich safe sein. Sieht doch sehr zuversichtlich aus. Easy peasy. That's how you serve your country. Okay, naja, gut. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, was ich freigeschaltet habe.
Gar nichts. Geil. Ja, mein, ich will jetzt mal nicht so sein, ja. Das ist schließlich ein Top of Flop. Ich gucke mir natürlich nochmal einen anderen Charakter an. Also die hatte ziemlich viel Wumms. Schauen wir uns mal den Agent an. Starten einfach mal direkt rein, was der so für ein Typi ist. Halt's Maul. So, Loadout, zeig ich mal her. Irgendwie so eine komische Gun, hier so eine komische Gun. Was zur Hölle ist das? Deals Lightning Damage that chains to nearby enemies, air and ground. Okay. Ist jetzt an der Gegenseite? Right here. Macht das Sinn? Keine Ahnung. Einfach mal starten. Okay. Okay. Bin noch nicht sicher, was ich davon halten soll. Yep, this should work. Schon so ein bisschen. Don't celebrate yet. Ja, mach ich nicht. Alles cool. Ist schon immer cool so mit Elementen, aber. Seriously, ich weiß nicht. War ja mir schon irgendwie gefällt, aber. Ich gehe jetzt auch mal ein Stückchen weg. Ich möchte auch schon mal die Tower auf Herz und Nieren testen. Vielleicht keine gute Idee. Dass er mit Rechtsklick so einen starken Schuss hat, ist allerdings schon cool. Guck mal, da kann ich die Großen auf Distanz ein bisschen rausnehmen. Jetzt echt nicht schaffen, das sind schon so viele Tower. Das waren schon so viele Tower. Schalten wir mit dem Pfeifen Tower. Sniper Unit. Nitro Mine. Okay, die Sache muss ich mir jetzt nicht unbedingt angucken. Gehen wir nochmal aufs erste Kapitel und auf Characters. Und dann gibt es jetzt noch den Spaceman. Dem gucken wir nochmal rein. Ich meine, so, man muss ja auch immer denken, wenn man mit jemandem zusammenspielt,
Zum Beispiel, wenn ich jetzt das mit Chuppi spielen würde. Wir können halt unsere Tower kombinieren und so. Und da kommt dann halt wieder... Ich meine, das ist... Es ist wahrscheinlich einfach kein guter Singleplayer-Tower-Defense-Spiel. Weiß ich nicht, wie ich das im Multiplayer bewerten würde, aber ich muss ja... Gott. Aber ich muss ja nach, Also ich muss ja bewerten, ob ich es alleine spielen würde, so, wisst ihr? Da weiß ich das gerade nicht so recht. Ob ich das alleine spielen würde. Blockt das? Oder was bewirkt das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich verstehe das nicht. Ja, da taugt es mir schon nichts mehr. That one looks like it packs a wallop. So, zeig mir, ja. Okay. Zum Beispiel das in Kombination mit diesem Blitzturm. Das hätte schon Power, muss man sagen, ja. Das hätte schon echt Power. Können wir hier irgendwo? Da bringt's mir nichts. Hier bringt's mir auch nichts. Hier hingegen schon. So, bisher haben die Towers das ziemlich gut gemacht. Die Towers. Also für Solo-Play sieht das auf jeden Fall gerade am stärksten aus. Muss man einfach mal sagen. Da kommt gerade auf jeden Fall noch nichts durch, ne? Ich stelle mich hier mal weiter nach hinten und lass die da mal einfach machen, die Türme. Ne? Müsst ihr zugeben. Ziemlich strong. That one looks like it packs a wallop. Ja. Klatschen wir da mal einen. Und wir haben es ja gerade gesehen, die kommen eh nicht durch. Ich kann mich hier in der Ecke setzen. Okay, man kann sich nicht setzen. Die Tower werden halt weggeregeln auf Doom. This spacesuit isn't very comfortable. Ja, stabile Türme auf jeden, ne? Also die regeln das auf jeden Fall weg ohne Probleme. Und auf manchen Maps wäre unbrauchbar, wenn ihr jetzt mal an die dritte Map denkt, wo die Air-Units kommen. Ja, dann taugt das nicht so viel. Da hat man ja halt nicht nur einen Durchgang, ne? Den man safen muss. Also das ist auf jeden Fall so schon mal mit Solo-Build ziemlich strong. Auto-Turret. Neutron-Mine, okay. Mit dem würde ich tatsächlich noch... Wir sind bei 49 Minuten, aber ich würde mit dem tatsächlich noch das zweite eben angucken. Yo, Basti! Komm, Basti! Ja! Ach, wisst ihr was? Machen wir doch nicht. Der Kater will meine Aufmerksamkeit. Und die kriegt er jetzt auch von mir. Was soll ich zum Spiel sagen? Es ist leider halt dann doch ein Flop, weil... Alleine hat das Spiel für mich einfach keine Langzeitmotivation. Ich würde es weder im Stream
noch auf YouTube spielen wollen. Daher kommt es in die Flop-Kategorie, obwohl es wahrscheinlich mit Freunden Spaß machen kann. Okay? Deswegen, und ich wollte ja noch dazu sagen, woher ich Spiele habe. Ich habe keine Ahnung, wo ich das Spiel habe. Wahrscheinlich Humble Bundle, schätze ich. Aber für heute war es das. Ich hatte schon meinen Spaß. Man sind 50 Minuten. Keine Ahnung, was das Spiel kostet. Das können wir ja mal noch gucken. Ist ja jetzt mittlerweile auch schon Standard, ne? Beenden wir mal das Spiel. So. Dann mache ich hier mal die Bildschirmaufnahme an. Das müsste dann... Ach nee, nicht Bildschirmaufnahme. Fensteraufnahme. Das müsste dann Steam sein. Jo. Wie ist das Spiel? Fortified. Schauen wir doch nochmal kurz gemeinsam im Shop. Forti. Da. Kostet 14,99 €, wenn ich richtig. Ja, Steam, hallo. Hab ich's falsch geschrieben? Oh. Fight. Da warst du gerade einmal. Ah, da haben wir's. Kostet 14,99 € der Schinken. Hat eine größtenteils positive Bewertung. Schauen wir mal kurz in die Kommentare. Recently on free giveaway at the Humble Store. Hab ich's da vielleicht her? Kostenlos aus dem Humble Store? It's okay. Pretty cool how you defend using soldiers. It gets better when you play with a controller. Echt? Ox Must Die, but with Aliens. Ox Must Die ist aber wahrscheinlich auch wieder ein bisschen besser. Aber ich wüsste jetzt gerne, wie das Spiel heißt, was ich meine. Die Leute vergleichen doch immer. Na, hier haben wir wieder Eigenwerbung. Wenn ich jetzt zocke, streame ich es auch. Haben wir schöne Eigenwerbung. Na, also Twitch TV zum lustigen Schnitzel wird. Oh, Spikey. So. Und tja, ich sehe leider nicht den Vergleich von dem Spiel, was ich gespielt habe, was ziemlich viel Spaß gemacht hat. Aber wie dem auch sei, wenn es euch gefällt, kauft euch das. Ich habe den Link in die Videobeschreibung. Und ich habe schon oft nicht interessiert. Ich habe das später. Ne? Deswegen, Leute, wenn es euch gefällt, kauft es euch. Für mich leider so aus meiner Perspektive einfach nur gesehen ein Flop, was wir auch mal kurz angehen werden. Warte, fort. So. Kategorie bearbeiten. Flop. Und deinstallieren. So. Dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge von Top or Flop. Bisher haben es noch nicht so viele in die Top-Spiele geschafft. Nur eins. Aber ich bin mir sicher, es wird sich auch noch ändern. Deswegen freue ich mich auf die nächste Folge. Wenn ihr bisher ja durchgehalten habt, ein Like an euch. Finde ich super, dass ihr dabei seid. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.